Servus Leute, willkommen zurück zu Shadow of Rome. Im letzten Part haben wir uns mehr schlecht als recht hier durchgekämpft. Ich habe das Kämpfen echt nicht mehr raus in dem Spiel. Oh oh. Sag nicht, das ist eine Bogenschütze. Nee, eine Kämpferin. Sie hat versucht, mich zu treten, aber ich habe sie gegeben. Das ist ein Tor. Ja! Bitte! Nein! Schnell, ist schneller! Aua! Bist du dumm? Du hast meine Waffe vernichtet. So. Jetzt werde ich dich erstechen. Hast du davon? Ja, warum gucke ich immer dahin? Achso, da ist eine Frau. Du hast dir eine Waffe geholt, damit du mich nicht mehr treten musst. Cool. Ja, ein Helm auch noch. Geil. Jetzt sieht es wieder etwas besser aus im Vergleich zum letzten Part. Oh, 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 was ist das denn? Ich gehe ja schon wieder. Ich wette, ich kann hier nicht mehr runter. Hallo, hör auf. So. Weg. Ja, das wollte ich nicht. Bitte was zu essen. Ja. Was macht die da? Spinner Rudy. Wow. Bist du Anna Williams oder warum rollst du dich so durch die Gegend? Wow. Komm her. Ja, jetzt von hinten. Komm, du wirst doch wohl eine Frau schmeißen können. Wow. Krass. Oh, Baby. Mädchen, du hast den Falschen zum Feind gemacht. Hä, wer bist du? Wo ist sie? Ah, da hinten kommt sie ja. Ja gut, warten wir auf die Dame. Verdammt. Ah, bist du gleich da? Jetzt. Und schon kannst du wieder gehen. Ja, bis ziemlich am Ende. Komm noch mal hoch. Ich warte schon auf dich. Oh, gerade noch erwischt. Großer Schneidermann. Gladiator. Ich bin überhaupt nicht gut, aber egal. Platz. Wieder Bronze. Also 65.000. Das schafft man ja nie. Bin gerade mal auf 4 Minuten. Stadtarena, letzte Runde. War sehr gut, Agrippa. Das ist die Endrunde. Hier sind die üblichen Erklärungen. Diesmal hast du es nur mit einem einzigen Gegner zu tun. Bild dir aber ja nichts ein. Immerhin hat er es auch so weit geschafft. Bisher ist dir alles sehr leicht gefallen, aber dieser Kampf sollte anders sein. Geh nur raus und komm als Sieger zurück. Ich werde es versuchen. Gladius ist ein kleiner Rundschild. Streitkolben, ein kleiner Rundschild. Ja.
Ich glaube, ohne Schild werde ich gegen den nicht ankommen. Wer es auch immer ist. Agrippa, we meet again. I never thought we'd meet in a place like this. We have unfinished business. You shall pay for what you did in the war! Ja, den kennen wir doch noch. Okay. Oh! Und er fängt schon richtig unfair an. Er schießt Steine? Oh, er wird mich so alle machen. Wie ging seine Technik mal so kurz? Ja, goll. Meine Waffe ist weg. Aha. Was, Tor? Oh ja, Barker, das ist meins. Oh, gerade. Ja, er schlägt ein zweites Mal zu. Oh, Kacke, der Typ ist ja voll unfair. Moin! Ich werde dich dagegen gefetzt, ja. Und eigentlich Magnus oder was das ist, aber. Hat er gerade meine Waffe zertreten? Oh, danke. Ist schneller. Da hinten steht, liegt meine Waffe, steht sie, wie auch immer. Schlag noch mal zu. Wow, ich habe auch die Säule zerbröselt. Wow. Ja. Ja, das war zu nah, das habe ich schon gesehen. Oh, Kacke. Jetzt hat er Überwasser, der Barker. Ja. So ganz langsam wird's was. Oh nein. Und von hinten. Nein! Oh. Ich dachte, ich wäre zu nahe. Und Waffe geschmissen, geil. Oh nein. Schnell, ich muss beachtet werden. Was kriege ich? Ein Käse, ja. Zum Heilen ganz gut, aber ich bräuchte jetzt eine Waffe. Schnell, solange er benebelt ist. Dann nehmen wir erstmal mein Schild. Sehe ich das da hinten richtig? Eine Statue mit einem Streitkolben. Oh je, es kann ja dauern. Okay, so geht ein Tackle. Da! Wow. Jetzt haben wir verloren.
Kann ich den Hammer etwa auch nehmen? Schnell nehmen. Oh. Seine Waffe ist kaputt. Und er nimmt sich eine Säule. Wow. Oh je. Er kommt mit der Säule näher. Oh, du kannst es auch zerstören. Voll daneben geschmissen. Ich habe nämlich vergessen anzuvisieren. Oh, mit einem Stein kann ich ihn auch abknallen. Und er wehrt mit seiner fetten Säule ab. Ein Stein in den Nacken. So. Ich höre schon, hinter mir ist wieder eine Statue. Was? Er hat ihn abgefangen? Ein Speer! Mach die Statue kaputt. Ich will den Schild nicht opfern. Nein! Oh, mach die Schaden. Den Teil hat er ja noch eine größere Reichweite. Oh, und er macht natürlich mehr Schaden. So. Nimm es. Bitte irgendwas Essbares. Ja. Schnell, solange er noch langsam ist. Oh, gut. Ich bräuchte aber noch was. Da! Na, er hat sich seine Säule wieder genommen. Steine kann ich vergessen. Weil die fängt alle auf und schießt sie zu mir zurück. Tanzt um den Speer herum. Wieder brennen meine Augen so, das gibt's doch nicht. Aber es ist noch gar nicht so spät. So, weiter geht's. Hat sich wieder seine Säule genommen. Oh! Ah, ich habe noch was für dich! Mann, solange er um den Speer herumtanzt, kann ich ihn mir nicht nehmen. Oh, mach die Statue mal kaputt. Du solltest die Statue treffen, nicht mich. Bitte essen. Natürlich nicht. Ich biete Ihnen ja auch keine gute Show. Ja. Oh, geil. Und gleich nochmal. Nimm es! Schnell! Oh, da liegt noch mein Schild. Hallo, nimm doch den Speer. Ich glaube, so muss ich weitermachen. Oh nein. Ja.
verdammt. Er hat den Braten gerochen. Oh, er hat ihn sowas von... Autsch! Ja, da jubeln sie wieder, die Verräter. Die lassen auch nichts fallen für mich. Wow. Ja, verdammt, er wird ab. Nein, oh. Jetzt wäre ich da fast reingelaufen. So. Hallo, hau die Statue. So schaffe ich das ja nie. Da ist auch ein Stein. Oh, so brauche ich ja ewig. Ich glaube, ich sollte die Steine nutzen gegen die Statuen. Na toll. Gibt's doch nicht. Oh je, so aus nächster Nähe trifft er mich. Nicht, haha. Na endlich. So, meine Waffe liegt jetzt da. Ah, da kannst du nicht zerstören. Okay. Das kann ja ewig dauern. Wenn der da in der Mitte rumwuselt, kriege ich meine Waffe nie. So. Ist das fallen? Hä? Wo habe ich die denn jetzt? Oh ja, ja, ja! Was, ich hau mein Schild. Leider ist er schon da. So, Speer. Gut, nächste Waffe, schnell. Nicht das. Wo ist der Morgenstern? So, dieser Knüppel da. Und da ist der kaputt gegangen. Das bringt gar nichts. Keiner will mir was zu essen geben. Toll. Ja, ja, schnell, 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 schnell. Nimm es. Mit Speer. In den Rücken. Und gleich nochmal. Ja, so wird's was. Das kann ich natürlich nicht ewig machen. Ja. Das waren jetzt gute Hits. Ist tot.
kill me. You cannot force me to live with this shame. Don't you understand? Honor! We are soldiers. Now finish me! Ja, das war der Kampf gegen Barca und jetzt wird er wahrscheinlich nicht mehr wiederkommen. Oh, ich habe Silber. Und ich hätte fast Gold bekommen. Verdammt. Naja, egal. Ja, wir werden unsere Daten speichern. Und wieder ein paar Folgen Shadow of Rome, das ist doch ein gutes Gefühl. Octavian verfolgt Cicero in der Hoffnung, Hinweise auf den Aufenthaltsort von Marcus Brutus zu erhalten. Er beobachtete von Weitem, wie seine Zielperson unter Passanten begrüßt, einen Passanten begrüßt und muss dann zu seiner Überraschung feststellen, dass diese Person niemand als Marcus Brutus selbst ist. Um ein Zeichen über Marcus' Beteiligung an der Ermordung Caesars in Erfahrung zu bringen, folgt Octavian Marcus in seine Stammkneipe. Ist er da vorne gerade hingefallen? Naja, das können wir uns beim nächsten Mal ansehen. So, denn ich werde für heute aufhören. Vor der Taverne. Dann würde ich sagen, das war Shadow of Rome. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.